Komm herunter. Okay. Also wenn ich das machen müsste, um jedes Mal in meine Wohnung zu kommen, würde ich, glaube ich, eine Macke kriegen. Stellt euch mal vor, jedes Mal so eine halbe Stunde reden. Na, wobei, das dauert wirklich, glaube ich, länger, weil man ist auch sehr erschöpft. So jedes Mal 3 Stunden zu brauchen, erstmal irgendwie, keine Ahnung, wohin klettern. Irgendwelche komischen Spiegel ausrichten. Also, das Geheimnis von Shambhala ist tatsächlich im Hals dieses Typen? Keine Ahnung. Ich denke schon. Finden wir es raus? Ah, ich wollte mich fallen lassen, hatte dann aber ein bisschen Angst und hat sich festgehalten. Okay. Wo sind wir hier? Hier ist ein... Was ist das? Ach, das ist ein Lichtstrahl. Das ist mega nice. Chloe, ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Form dieses Gipfels? Aha. Ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es, ja. Das ist es. Oh, Mist. Tolles Timing. Und da sind sie. Es gibt nur einen Weg hier raus. Und los. Das ist mega nice gewesen. Nur ein Ausweg. Immer mittendurch. So, erstmal gucken, wo sind die ganzen Burschen? Ich verstecke mich jetzt erstmal. Ah, scheiße. Kann ich das abbrechen? Alter. Aber ich habe sie sehr gut auf diese eine Stufe gelegt. Oh, die haben Scharfschützen. Die sind direkt an Jeff und Elena vorbei. Wir müssen zurück zum Eingang. Was machen die da für eine kleine Tanznummer? Weiß man auch nicht. Ich meine, gut, der Sniper ist mir egal, der kann mich eh nicht treffen. Ich bin nämlich geschützt. Oh Gott, jetzt kann er mich wieder treffen. Jetzt nicht mehr. Und der ist auch tot. Sehr gut. Ohne eine Granate zu werfen und mich zu töten. Das ist doch schon ein kleiner Vorteil. Wo sind die denn hier? Aua. Ah, Schuss blöd. Du auch? So irgendwie eine Macke, kann mich doch nicht einfach anschießen. Das tut weh. Okay, von da können die... Oh Gott, da sind sie. Ja, aber gut, das bringt mir auch nichts. Mann. Oh, Killstealer, ey, ohne Spaß, ne? So, hier, in die Fresse. Er stirbt einfach so. Ach, der ist mir egal, ich gehe einfach runter. Ich sehe sie. Hi. Ciao. Nur deine Munition. Hab ich einen übersehen? Nee. Der hat so geschrien, als ob ich ihn übersehen hätte. Ich will nicht, dass sie traurig werden oder so. Habe ich die Fall? Oh, scheiße. Wann habe ich denn die aufgesammelt? Das ist mir ein Rätsel. Das ist unsere Chance. Nichts wie raus hier. Los, dann wollen wir diese doch auch mal nutzen. Das ist eine sehr gute Idee, Madame.
Ich lasse auch die Munition liegen, die ich vielleicht gebrauchen... Ah ne, hier geht's gar nicht lang. Die ich vielleicht gebrauchen könnte. Nur für dich. Mein Spätzelchen. In Deckung! Peng. Oh, ist aber nett, dass sie mir die Tür geöffnet haben. Da sind sie. Oh, scheiße, die sind in die andere Richtung. Ja, hups. Ja, hups. Ja, hups. Kannst du mal aufhören jetzt mit dem Scheiß. Geh mal hier. Hier so. Okay, geh da nicht in Deckung, ist okay. So. So. Und einmal so. Und auch wenn es mir hier selbst schaden könnte, wäre es mir egal. Okay. Er ist tot. Puh. War zum Glück sie nicht ich. Behaltet ihn im Auge. Habe ich keine Menü mehr für den Fall? Oh ne, habe ich echt nicht. Na gut, dann nehme ich die AK. Ist er tot? Komm. Ach, ist mir zu blöd. Ich laufe da jetzt hin. So. Und die ganze Muni aufheben. Nein, Moment, die will ich nicht haben. Ist doof. Gut, ich nehme noch nicht die ganze Muni mit. Ist ja auch langweilig. Okay, die Frage ist, wo sind die? Oh Gott. Hier. Nimm das. Okay, hier. Nimm das. So. So viel zu dem Thema. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Hi. Okay, da hinten sind wieder welche, aber ist kein Problem. Ich kann noch ein Stückchen laufen. Los geht's. Ich kann noch ein Stückchen laufen. Der ist tot. Der ist tot. Nee. Ach, der ist wieder nicht tot. Was ist das nur für eine Welt? Wo sichere Kopftreffer den nicht töten. Wie soll man mit sowas fertig werden? Hm, nee, die Micro will ich nicht haben. Die will ich gerne haben. Das ist cool. Mehr Muni für mich. Jetzt ist natürlich die Frage, sind Eleanor und... Oh Gott, weg hier! Ich bin tot. Mist, ich glaube, die glauben mir nicht, dass ich tot bin. Verstehe ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, sehr überzeugend gesagt, ich bin tot. Nee, ich hab dich. Aber er hat mir nicht geglaubt. Ich weiß nicht ganz, warum. Falls hier jetzt einer rausspringt, dann erschrecke ich mich. Ich kündige es nur schon mal an. Okay, ich bin gespannt. Wenn wir jetzt hier rauskommen, warten doch bestimmt so noch zwei, drei Leute, oder? Ich weiß nicht, ob ich hier raus will. Eine Schrotpistole, auch cool. Wir sind hier irgendwie ein bisschen auch wie auf dem Präsentierteller, muss ich sagen. Das ist nicht so cool. Wir müssen aber versuchen, da durchzukommen. Okay, ich habe keine Muni mehr. Ist hier noch mehr? Ja. Okay, nehmen wir die. Okay, ich habe noch ein paar Granaten. Und ich habe kein Problem damit, sie einzusetzen. Senior. Die Luft ist rein. Los! Ja, ich will es hoffen. Okay, schauen wir mal. Ich habe so die schlechte Befürchtung oder das ungute Gefühl, dass Lazarevich Elena hat. Ich meine, Jeff ist mir im Grunde scheißegal. Aber Elena nicht. Wo sind sie? Weg. Ach, das ist sie. Ja gut.
Dann tut's mir leid, dass ich auf dich geschossen habe. Ach, deswegen töte ich die nicht immer sofort. Die haben einen blöden Helm auf, die Cheater. Ist ja kein Wunder, wenn die so ausgebildet sind und du bist, also... Das ist nicht dein Ernst, oder? Du willst mich ja jetzt nicht, also... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so cool finde, was du da gerade vorhast, mein Freund. Okay, er ist tot. Okay, den kann ich nicht treffen. Den aber. Oh Gott, Granate. Warum nur Granaten auf mich? Schmeiß doch auf Elena. Ich meine, die kommt damit viel besser klar als ich. Die ist doch an sowas gewöhnt. Ah, ich habe, glaube ich, keine Munition mehr. Das ist jetzt doof. Okay, sie läuft weiter, dann tue ich das auch. Natürlich. Habt ihr Muni für mich, Freunde? Ah, dankeschön. Also eins muss man denen natürlich immer zugutehalten. Die bringen mir immer sehr viel Munition mit. Ich glaube, die mögen mich eigentlich. Ich kann mir das eigentlich auch gar nicht anders vorstellen und erklären, warum. Die das dann sonst tun sollten. Macht ja gar keinen Sinn. Ah, Präzisionsgewehr wäre schon toll. Wir müssen schnell weiter. Er kann nicht. Ich bin okay. Lass sehen. Oh. Okay, das wird schon wieder. Okay. Kannst du stehen? Ich glaube schon. Okay, komm, ich helfe dir. Nein. Nein, 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 lass sie. Die Kamera ist hin. Und auch. Nate. Er schafft das schon. Stimmt's, Mann? Okay, komm, mach die Tür auf. Er schafft das niemals. Er muss hier bleiben. Was? Nein! Mach endlich die Tür auf, Chloe. Du bringst uns doch alle um. Oder du, wenn du so laut bist. Okay, auf geht's. In Bewegung. Ja, ich bin immer in Bewegung. Das Problem ist... Ich kann nicht in Deckung gehen. Wie soll ich... Ich schieße einfach. Ich bin... Oh Gott. Ich bin tot. Okay, ich glaube, ich hätte woanders in Deckung gehen sollen. Naja, mein Gott, das passiert. Okay, wenn man halt nicht weiß, wo man hin soll. Boah, den habe ich aber, glaube ich, selber getroffen gerade. Ich gehe bei Deckung. Scheiße, warte mal, der muss weg. Okay, der ist weg. Wo muss ich hin? Hier. Was ist der? Ach, hier lang. Okay, ich laufe hier lang, kein Problem. Okay, wir müssen hier raus. Los! Ich finde es sehr... Oh. Ich hab's. Ich nehme mal kurz die Muni mit, ne? Kein Problem. Digga. Ich finde die eigentlich ganz cool, die Passage. Die ist ein bisschen schwierig, weil du halt wirklich nicht in Deckung gehen kannst, aber... Nee, das schaffen wir nicht. Doch, Alter. Doch. Hier, du Bastard! Ruf dich rein! Schlachten mehr Explosionen ist immer gut. Ich hab dich! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich jetzt besser zielen könnte, du, und nur Kopfschüsse verteilen würde, das wäre schon ein Träumchen, muss ich sagen. Aber naja, wenn wir es schon irgendwie hinkriegen, hier durchzukommen, ich muss auf jeden Fall erstmal Muni mitnehmen. Ich schieße nämlich wie ein Verrückter. In der Tat. Du packst das. Keine Sorge, Jeff. Du packst das. Nicht aufgeben. Mein Name ist Jeff. Oh, Mist. Wo ist denn... Oh Gott. Ha. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Mach das Tor auf! Vorsicht! Elena! Alter. Also jetzt übertreiben ist okay. Es aber doch schon ein bisschen, finde ich, ne? Man schießt nicht mit Raketenwerfern. Was ist los mit denen? Doof. Zum Glück ist der nicht besonders gut im Zielen. Das hat ein bisschen wehgetan. Muss ich ja doch zugeben. Das gibt's doch nicht. Ach, keine Ahnung, ich glaube, die kommen nicht von. Kann man auch nicht.
Invisible! Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist das Problem an dieser kleinen Sequenz, sage ich mal, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ist das ein bisschen blöd. Okay, jetzt weiß ich aber, wo ich hin muss. Kein Thema. Scheiß auf die, ich schieß auch nicht drauf. Ich gehe einfach direkt weiter, weil wir haben ja hier ein bisschen ein schweres Paket zu tragen. Ich kann leider auch nicht sehr schnell laufen. Muss dementsprechend auch ein paar Schüsse einstecken, geht halt nicht anders. Los, die Treppe rauf! Los, Jeff, du schaffst das, es ist doch nur ein kleines Loch im Körper, mein Gott. Hast du so auch ein paar Löcher im Körper, das macht dir ja auch nichts. Könnte fast meinen, wir wären Freunde, was? Halt die Besten. Oh, keine Sorge, wir schaffen es. Er nicht! Nein, auf keinen Fall. Wir haben keine Wahl. Gar nicht. Ja, komm, nee. Jeff. Okay, du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter. Wir können ihn hier nicht sterben lassen. Er ist schon so gut wie tot und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann geht. Ja, niemand hält dich auf. Chloe. Ich habe nur versucht, dich zu retten, du Idiot. Chloe? Was soll das? Sorry. Waffen runter. Auf der Stelle. Bringt sie raus. Sie ist verletzt. Bringt sie zum Zug. Unglaublich. Du kannst es einfach nicht lassen. Dann sind wir jetzt wohl quitt. Nicht ganz. So, das ist also dieser Drake. Habt ihr ihn hierher getragen aus dem Tempel? Schade. Nein! Jetzt sagt ihr mir, was habt ihr gefunden im Tempel? Die Antwort, nach der du suchst. Okay, ich weiß, wo der Stein ist. Aber du findest ihn nicht ohne mich. Also, lass sie gehen. Dann führe ich dich zu ihm. Ah, mein Schatten. Du bist die Reporterin, die mich verfolgt. Du solltest beten, dass er nicht blafft. Durchsuch ihn. Na komm. Das ist Superman. Hier. Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake. Zurück zum Sammelplatz. Wir brechen gleich auf. Du kommst mit mir. Du kümmere dich um sie. Kein Problem. Und du arbeitest für das Monster. Ist besser als gegen ihn. Das war's dann wohl, hä? Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf. Ich sag, steh auf! Es endet irgendwie alles immer damit, dass wir irgendwie ein Problem haben. Aber mutig ist Elena immerhin. Nicht so wie Chloe. Chloe spielt irgendwie ein ganz komisches Spiel. Muss ich sagen. Ah, Hilfe! Einfach ungewillt umher springen und rollen. Oh Gott, 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 Gott. Jetzt kommen auch noch Raketen auf mich zugeflogen. Ja! Es wäre noch cooler, wenn... Oh Gott. Es wäre natürlich noch cooler, wenn es Farbe gewesen wäre, der Sprung. Aber es ist mega cool gemacht, einfach, ne? Mit der Zeitlupe und allem drum und dran. Mega nice. Oh Gott. Ich glaube, hier bin ich tot. Das ist natürlich jetzt doof. Ich dachte, da unten ist eine Straße. Aber ich habe mich wohl ein bisschen geirrt. Na gut. Ich glaube, ich muss da rüberspringen, weil sie ist auch irgendwo anders hingegangen. Komm schon, komm schon, komm schon. Was machst du denn los jetzt?
Komm schon, komm schon. Sehr gut. Los! Und weiter geht's. Hey, immerhin wird's nie langweilig. Hat doch auch einen Vorteil oder so.